Hallo zusammen, ich bin nur 23 und heute machen wir eine First Reaction Musikbesprechung sozusagen. Das heißt, anders als bei Sleep Token, die ich ja vorher kannte und das dann aufgenommen habe, schauen wir uns heute eine Band an, die ich gar nicht kenne. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. Ich habe den Tipp gefunden sozusagen bei YouTube. Da schaue ich immer ganz gern die Reaction-Videos von Tank the Tech an. Das ist ein unheimlich cooler Typ, wahnsinnig sympathisch. Und der hat einen guten Musikgeschmack. Also der matcht mit meinem ziemlich gut, meiner Meinung nach. Und da habe ich jetzt das Thumbnail entdeckt von der Band und habe extra das Video nicht angeschaut, weil im Thumbnail, da hat er irgendwie so nach dem Motto, die Überschrift war, ja, hier die Zukunft des modernen Heavy Metal liegt hier auf den Schultern von den Jungs da, so nach dem Motto. Und dann dachte ich, oh, okay. Das ist also was, was man sich angucken muss. Und dann habe ich gedacht, bevor ich mir das allein anschaue, schaue ich das lieber mit euch gemeinsam an. Und von daher gibt es heute die erste First Reaction, blind, ich habe keine Ahnung. Und jetzt gucken wir mal, was die Jungs so im Petto haben für uns. Intro ist schon mal cool, gefällt mir. Oh, jetzt kommt was. Jetzt merkt man, jetzt geht's gleich los. Boah. Yes. Oh, was für ein geiler Beat. Wie sich's im modernen Metal gehört, natürlich runtergestimmt alles, oder? Hat er heute kaum noch eine die Standardstimmung von dem Kampf. Yes. Geil, geile Growls hat er. Die Double Bass. Yes. Fette Produktion, ich weiß nicht, wie es bei euch rüberkommt, aber hier am Kopfhörer, ey. Das hat auch nicht Druck. Oh. Voll der Chorus dann oder was? Geil. Die Vocals sind genial. Also das sind ja keine Clean Vocals, das ist mehr so Trash Metal in Art. Erinnert mich jetzt total an Metallica oder Trivium. Bullet for my Valentine irgendwie so. Mag ich unheimlich die Art. Cool. Ja. Oh, der. Geil, treibender Beat. Das Musikvideo ist auch anscheinend gut produziert, also. Ich mag das immer, wenn man so ein bisschen Shots auf die Instrumente hat oder so, was man auch sieht, was die so daddeln. Schlagzeuger hat auf jeden Fall Spaß und keine Probleme mit den Kalorien, ey, da findet einiges ab. Yes. Oh. Tempo rausgenommen, wahrscheinlich kurzzeitig. Aber gut. Normale Clean Vocals, fast schon gefischt, die dritte Variante jetzt. Cool. Ja. Drums sind so geil produziert, ey. Yes. Boah, der Chorus ist so stark, echt. Geile Melodie.
Jetzt nimmt ein Beat mal raus, ey. Der Drummer ist geil, der spielt total abwechslungsreiche, coole Sachen. Der hat Spaß beim Spielen. Der muss nicht immer dasselbe machen. Kommt noch ein Gitarren-Solo, dass es sowas heute noch gibt. Geil. So müssen Gitarren-Solos sein. Melodios, kurz, passend, prägnant. Darf sich nicht zu sehr rausspielen, muss einfach so zum Passen. Also bei der Art von Musik, gell? Geil. Pink Floyd kann natürlich 10 Minuten Gitarren-Solo spielen, das passt dahin, aber bei der modernen Metal, das kurze, prägnante Solos mit der geilen Melodie, viel besser. Da geht der Druck nicht verloren. Geil. Ist jetzt vorbei, oder? Nee, irgendwas kommt nochmal. Boah. Yeah. Das stampft vorwärts, ey. Da kannst du auf ein Konzert, da kannst du dich gehen lassen dazu. Ja, geil. Ja, Junge, lass alles raus. Respekt, ein geiles Brett, ey. Also jetzt kann ich den Tank verstehen. Ich sag ja, der hat einen guten Musikgeschmack, der Tank. Da kann man's, also passt halt auf mein Match ganz gut, gell. Und von daher bin ich jetzt froh, dass ich der Empfehlung gefolgt bin, mir das mal reingezogen habe. Echt geile, geile Band. Ich weiß nicht, wie die anderen Songs sind, gell, aber das hier, das hat so echte Vibes, so Melodic Death Metal mit Thrash Metal Anleihen irgendwie. Ich bin so, wie gesagt, so die gesanglich echt gut. Also die Growls sind stark, aber auch der Thrash-Metal-Gesang, den finde ich natürlich, den mag ich unheimlich. Das ist ja so irgendwie, bin mit Metallica aufgewachsen. Das ist so die Art zu singen, die ich so am liebsten höre oder kenne. Und von daher, das ist echt gut, gell? Also der Sänger ist gut, Drummer ist geil, die anderen Musiker auch alle, also die sind alle, spielen alle auf den Punkt. Es ist nicht zu gut gefrickelt, sondern es ist wirklich druckvoll und auch das Solo, gell, war nicht zu ausufern. Das hat genau die richtige Länge gehabt und den richtigen Ton und eine coole Melodie. Das bleibt im Ohr. Starke Produktion. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die anderen Sachen sind, wie die aussehen. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare mal schreiben, ob man sich da, welchen Song man sich da noch reinpfeifen kann. Dann, weil ich glaube, die sind auf jeden Fall ein weiteres Hinhören wert, die Band. Also gefällt mir, gell. Ist my cup of tea eigentlich, was die so machen. So Amorphis-mäßig, so dieses Melodic Death Metal mag ich unheimlich. Also da gibt es ganz, ganz gute Sachen dabei. Ja, klasse. Also mir gefällt's. Absolut. Würde ich, kann ich weiterempfehlen. Absolut toll. Wenn ihr andere Songs habt, aber auch nicht von der Band, andere Wünsche, was ich mal, auf was ich reagieren soll, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr einen Daumen und ein Abo da lasst. Das finde ich natürlich ganz toll. Das wärmt mir mein Herz, gell? Finde ich gut. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bleibt tapfer.